Also ich war schön als Sexsymbol, aber da hört es dann auf, quasi. Ich glaube, wir müssen mehr auf andere Leute zugehen, statt immer zu warten, dass sie auf uns zukommen. Also meine Motivation ist, was für die Community, für die Leder-Community zu tun, damit sie da bleibt, damit sie sichtbar bleibt. Man sollte auch sein Gesicht zeigen und sagen, ich bin stolz auf das, was ich bin. Im Zentrum dieses Buches stehen über 50 Interviews mit Männern der Jahrgänge 1940 bis 2000 aus allen Milieus im deutschsprachigen Raum. Sie geben Auskunft über ihre schwulen Fetischidentitäten, ihre Partnerschaften und alle bedeutenden Strömungen der Szene seit den 60er Jahren.